Das ist teuer. Kommt jetzt ein bisschen drauf an, was das für Tracks sind, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist. Oh, gute Tracks, oder? Nein, das sind nicht die Tracks. Trotzdem gute Tracks. Wird aber ziemlich schwer. Wir haben gerade mal noch einen Bogey. Ich glaube, wir machen 12 Leute mittlerweile. Bisschen früh für 12 Leute. Aber ich glaube, wir brauchen 12 Leute, bevor wir 12 Leute besiegen. 6 Thieves gerade mal. Ha. 690 zahlst du dafür? 2 Poachers und damit 4 Raiders? Doesn't sound bad. Das Problem ist dadurch, dass wir jetzt nur einen Bogey haben, werden die nicht zu uns kommen, sondern wir werden zu ihnen gehen müssen. Ich hätte sie in der Nacht angreifen sollen, by the way. Aber jetzt ist es zu spät. Weil ich bin auch zu ungeduldig dafür. Ich glaube, es geht auch am Tag. Ja, das ist eine Zweihand-Axt. Which is not cool. Allerdings wird diese Zweihand-Axt auch bald sterben. Weiß nur noch nicht genau wann. Dich würde ich gerne messern. Dich würde ich gerne messern. Ist das nicht so wichtig? Dich würde ich gerne morden. Für mich habe ich da schon... Wir wollen relativ schnell ins Gefecht hier, allerdings vielleicht nicht so schnell. Okay, guter Anfang. Du kannst jetzt hier hin und ihm den Rest geben. Okay. Du kommst hier nicht schnell genug hin. Ich hätte erst schießen sollen. Du bist nächste Runde definitiv tot, aber bis dahin kannst du deine Axt noch verwenden, möglicherweise. Wobei, schauen wir mal. Vielleicht sind wir weiter vorne in der Initiative. Da brauchen wir eine Flail für dich auf alle Fälle. Da brauchen wir nicht unbedingt eine Flail. Vielleicht machen wir das einfach so. Ganz unkreativ. Oh, du kannst auch dahin. Leider immer noch nicht tot. Es müsste nur irgendwer von meinen zuerst dran kommen. Dann ist alles halb so schlimm. Wieso kannst du keine Shield Ward machen, bitte? Hä? Bist du verletzt? Wahrscheinlich bist du verletzt. Oder habe ich mit ihm schon irgendwas anderes gemacht? Zerstört ihm meine ganze Shield Ward, der Sack. Ich frage mich gerade, ob das sinnvoll wäre. Nein. Ist die tragische Antwort drauf. Da können wir dann immer auf die schießen. Das bringt auch niemanden was. Will ich auf ihn von euch schießen? 16% und ich treffe vielleicht meinen eigenen. 51% und ich brauche deine Rüstung nicht unbedingt. Okay. Fair enough. Aua. Okay. Ey, du kommst zuerst dran. Nice. Sehr schön. Die Zweihandachse gebändigt, bevor er was machen konnte. So sollte das sein. Einer von euch muss hinter sie. Wolf, okay, Nahkampf, hast du ein Messer? Was denn Messer? Ich glaube, du kommst ehrlich gesagt hier hin und zückst dein Messer. Geralt, okay, Nahkampf geht's nicht mehr so gut. Ich versuche Bogis jagen zu gehen. Vielleicht ziehe ich einen von den beiden ab. Damit. Denke ich immer noch am liebsten dich treffen, aber wenn ich dich nicht gescheit treffen kann, dann vielleicht sogar den Bogi da hinten. Nice. Well done. Jetzt haben wir noch einen Bogi auf ihrer Seite. Okay, du hast es überlebt. Du bist nur leider der mit der Flail. Das heißt, mit dir wollte ich eigentlich ihn killen gehen. Das halte ich jetzt für eine eher weniger gute Idee. Das müssen wir mit dem anderen machen. Kannst du ihn mal weiter beschäftigen? Hakon, du bist jedes Opfer, dich kann ich da lange stehen lassen. Es sieht nach einer extrem dämlichen Idee aus, hier mitten rein zu jumpen. Weil er geht vielleicht ihn jagen. Und das wäre mir eigentlich lieber. Kann ich das nächste Mal wenigstens noch einmal dir auf den Schädel hauen? Du haust ab. Du bist mir zu tot. Wir können ja auf den Schädel hauen damit oder... Nein, wir zücken einfach auch das Messer. 40% Chance. Nice. Okay, einmal. Zweimal. Sehr schön. Viel müssen wir dann immer treffen.
Warte mal kurz. Okay, schön. Teile den Schaden auf. Okay, du bleibst hier stehen. Damit habe ich nicht gerechnet gehabt. Ha. Ich will nicht wirklich dahin. Außer ich jump jetzt doch mit denen hier rein. I might do. Aber mit wem? Warte noch kurz einen Meter. Okay. Bogi festgesetzt. Das heißt, hier wird nicht mehr in der Gegend rumgebogit. Ich kann mit dir hier rein jumpen. Maybe. Maybe it's smart. Probably not though. Na, ich glaube, wir gehen dahin. Nice, wunderbar. Ich will eigentlich gerne mit dir darüber, aber das wird wohl nichts. Ist das insane, wenn ich das mache und versuche, mit Shield Wall hier rüber zu gehen? Sehr schön. Das Opfer in der Mitte, wo sie hingehört. Okay. Okay, we're all good. We're all good. Jetzt stellt sich wieder die Frage, ob ich die Rüstung von allen von ihnen bekommen kann. Die Antwort darauf ist, glaube ich, ja. In dem Fall will ich aber keinen von euch mehr wirklich angreifen mehr. Dann sparen wir wenigstens Munition, möglicherweise. Okay, schön geblockt. Warte mal, schauen wir mal, wie brenzlig es wird. Okay, da war er noch gar nicht. Sehr schön. Er macht Shield Wall, was unsympathisch ist. Du kommst dahin. Mit Shield Wall haben wir jetzt eine 21% Chance gegen ihn. Vielleicht wäre das jetzt einfach ein guter Turn, um ein bisschen Fatigue loszuwerden. Schade. Du Shield Wallst einfach wieder. Du bist den immer noch. Ich meine, später können wir dich verwenden. Du wirst auch Fatigue loswerden für den Moment. Dann machen wir gar nichts. Du wartest, falls es brenzlig wird, du wartest ebenfalls. Der hat die Shield Wall halt immer noch oben jetzt. Das Nervige ist. Ich glaube, wir warten. Wir können euch von der Seite noch auf die Eier gehen. Ebenfalls Shield Wall. Hast du ein Messer? Ja. Die meisten von euch haben kein Messer. Er hat schon wieder die Shield Wall oben. Das heißt, der wird sie diesmal auch nicht los. 28% Chance. Ich glaube, es ist mir jetzt egal. Schon wieder geschildert worden. Stop it. 55 Chance, come on. Oh mein Gott. Mein Gott. Jetzt habe ich es mit dem anderen schon gemacht. Kann ich die ganzen. Ja, sehr schön. Einmal reingestochen. Haben wir gerade zweimal getroffen? Du brauchst den Buddy Lazarus als Ansporn. Ja, Lazarus wird eh. Lazarus kommt dann. Wieso ist er eigentlich nicht da? Ja, ja, er muss die ganze Zeit arbeiten. Morris der Zweite wird der nächste Bogi. Aber danach haben wir eigentlich Lazarus. Etwa einen Bogi-Spot frei für Lazarus. Warte für einen Moment. Jetzt Shield Wall machen. Ich würde gerne. It's so annoying. Oh, er hat keine Shield Wall mehr. Ich glaube, sie haben beide keine Shield Wall mehr. Ja, 48% Chance. So schaut's aus, nämlich. Bam! Geralt, eiskalt. Habe ich nicht drei Messer? Irgendwer hat noch ein Messer von euch. Hört's auf, mich anzulügen. Du hattest keins, ich weiß. Warte mal einen Meter. Hast du ein Messer? Nein, du bist das Opfer, das ist sicher kein Messer. Einer von euch beiden hat noch ein Messer, gell? Na, du kannst gerade nicht, leider. In dem Fall nicht diesmal. Wer von euch beiden hat ein Messer? Du hast keins, okay. Ich muss dich auch nicht unbedingt deinen Kampf wirken. Hast du ein Messer? Du hast das Messer. Oh, einer an. Hau dich dahin. Jo.
seltsam. Einmal noch. Okay, jetzt wieder fliehen. Ah, jetzt müsste man hier zumachen, bevor er wegkommt. Oh, es geht sich nicht aus. Meine huge mistake. Kill ihn einfach und ich habe keinen großen Fehler gemacht. Er hat ihn nicht gekillt. In dem Fall war es ein großer Fehler. Okay, nicht so viel Rüstung verloren. Ein bisschen was. Diesmal sollte man jetzt wirklich killen. Du stellst dich hier hin. Damit er nicht mehr weglaufen kann und seine eigene Rüstung beschädigen. Also meine Rüstung quasi. Die er sich momentan ausgeborgt hat. Aber im Begriff ist, sie zurückzugeben. Wundervoll. Das war ein schöner Kampf. Wieder gut Loot. Okay, okay. Finally. We're getting somewhere. Wolf-Kinnar-Kampf. Bekommt die plus 2, die plus 3. Alles nicht so toll. Die plus 3 nochmal. Dann als Perks kriegst du ebenfalls Rotation. Dass dann bald einmal alle hier rotieren können. So, mittlerweile haben wir schon so viel gute Ausrüstung. Fast unsere gesamte Frontline kann mittlerweile in 110er ausgerüstet werden, was mir gut gefällt. Und der andere kriegt immer, das Opfer kriegt schon eine 80er Rüstung. Also, wir hätten sogar 95er für dich. Pretty dope. Du kriegst noch das hier, Kunibert. Und das bedeutet, ihr da hinten könnt schon mit. Boah, er kriegt schon bereits eine 80er Rüstung. Besseres als 70er habe ich jetzt für dich nicht anzubieten. Normalerweise wäre es wert, glaube ich, diese Äxte zu reparieren, aber mit den. Den haben wir noch, weil uns da eine abgestorben ist. Aber mit den Werkzeugpreisen bin ich mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich eher nicht, glaube ich. Man könnte sich das ausrechnen, aber es wäre fad und wird lang dauern. Wir gehen zurück nach Dreigrafen und wir wollen jetzt möglichst irgendwo einen weiteren Jäger auftreiben. €690 noch dazu bekommen. Wie schaut's aus mit dem Geld? Kaufst du um einen annehmbaren Preis? 18 ist annehmbar. Ja, ich kriege schon für 23% hier 123. Ja, ist pretty good. Wenn das mal verkaufen, weil das zeigt, dass wir definitiv nicht mehr brauchen. Ich behalte noch so für einen Notfall, die ich verkaufe. Wir verkaufen die ganzen Schilde, die nicht mehr ganz sind. Hatchet können wir verkaufen. Ich brauche nicht wirklich. Brauche ich dermaßen viele Tier 2 Flays? Probably not. Nur dich mal los. Eins von denen können wir verkaufen. Die Sperre behalte ich dabei. Den Bogen können wir verkaufen. Chalice um. Sell Item für 1156, okay, wow, es war absolut was wert. Ich wusste nicht, dass ich mehr dafür bekomme. Aber, let's do it then. Okay, 3000 Gold, wir sind reich, Leute. Das heißt, wir werden uns jetzt Jäger auftreiben gehen irgendwo. Da noch hin, dass ich gerne, ja, muss nicht sein. It's okay, wir können einmal saufen zur Feier des Tages. Wunderbar. Nahrungstechnisch... 66 nur für das Brot ist actually kind of fine. Brauchen wir zweimal Brot. 132 für Munition ist auch nicht schlecht, aber ich brauche nicht dringend Munition. Allerdings, wenn wir es für 132 bekommen und eh gerade Geld haben, macht es Sinn. Hast du ein Handelsgut? 185? Nein, ist nur 140 wert. Nope. Not gonna do it. Hast du jetzt nicht noch einen Auftrag eigentlich? Moment mal. Ja. Dass wir zurückgehen nach Brunnental. Ja, let's go nach Brunnental. Kriegen wir nochmal Geld dafür, haben vielleicht nochmal einen Fight mit Raiden. Wenn ich so sterben würde. Ja, Handy. Wir müssen reden. Please shut up. Da sind sie, Sunbreak und Raider. 6 Stück, aber wir haben ja noch die Karawanenhelfer. Ich hoffe, die können ein bisschen Damage soaken hier. Der ist gefährlich. Ich meine, sie sind alle gefährlich, aber der hier ist besonders gefährlich. Da will ich natürlich meine Flail haben eigentlich. Wir schießen einfach mal gleich auf dich. Ihr dürft übrigens ruhig nach vorne gehen. Nicht falsch verstehen. Okay, okay, okay. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dir machen will. Bei wem brauche ich die Flail da oben?
Das kann ich einfach nur. Nein, du musst dadurch. Das ist momentan leider nicht möglich. Du stellst dich mal auf die Seite. Neben sie. Okay. Warum steht sie da? Das ist ein bisschen nervig. Stell dich mal dahin. Also du stehst jetzt da leider. Ich hätte noch weiter nach hinten gehen sollen. Grundsätzlich stehst du da gar nicht so schlecht. Du stehst da auch nicht so schlecht. Du gehst einfach mal dahin und machst eine Spiro. So, das ist jetzt der eigentliche, den ich dafür brauche. Oder bin ich dahin? Okay, geht auch nicht mehr. Also bleibst du hier, stell jetzt immer ein bisschen löchrig. Okay, haltet euch zurück, Nobel. Also ich nicht als besonders Nobel empfinde, aber hey. Genau, da hast du hin sollen. Momentan müssen wir gerade relativ einfach mal aufs Killen gehen, weil es leben noch ziemlich viele von denen. 6 Stück, um genau zu sein. Okay, schieß auf sie. Bist du nicht nach vorne? Bist du sicher? Ich hab sie zu früh engaged, glaube ich. Na fuck it, können wir uns mal die darstellen und dann reden wir weiter. Ich meine, du kannst da einfach reinhupfen, damit die Reihen hier voll sind. Schöner Versuch. Okay. Ich meine, du stehst da schon relativ weit vorne. Mach mal eine Shield Wall. Du machst die Spear Wall wieder. Wir machen das gleiche wie vorher. Und wir versuchen dich zu killen. Nicely done. Und mache ebenfalls noch eine Schildwall da außen. Schade, Spearwall hat nicht funktioniert. Die Chain schon wieder machen gar nichts, finde ich unsympathisch. Der steht momentan frei, das finde ich cool. Okay, wenigstens schießen sie auf sie, das ist ziemlich nice. Hey, auf sie schießen! How the fuck hast du den zweimal getroffen da hinten? Der steht in der Deckung. Jetzt wollte ich gerade ihn erschießen gehen. Dann sowas. Wir sind mit dem Boy flüchten eigentlich. Fuck. Tat das weh gerade. Kann ich weit genug flüchten, dass du mir nichts Böses tun kannst da? Die Reichweite hast du nie im Leben mit dem Wurf geschossen. Boy, lauf und daneben. Eigentlich wollte ich auf ihn schießen, aber egal. Wir haben wieder aller Spaß verdorben. 60% Chance mit der Flail. Mal drauf gehaut. Okay, wir machen nur gestochert. Einmal gestochert. Zweimal gestochert. Du wirst gemordet. Wir könnten jetzt da hin, wir müssen aber nicht. Wir können auch einfach hier hin. Du könntest mal langsam neben ihn. Du wolltest nichts machen, gell? Na, nur deppert rumstehen. Gut, dass da kein Bogey mehr steht. Das wäre böse ausgegangen. Bam! Schade. Wir bammen nichtsdestotrotz weiter. Du machst sie gemütlich da hinten. Mein. Wie lange wir auf den einprügeln, ist ein bisschen traurig. Aber was soll man tun, nicht? Wir müssen unsere Pflicht tun. Weiß nicht, ob ich ihn, will ich die von hinten hier engagen? Ich glaube eigentlich nicht. Weil dann kann er so halb umrundet werden hier und das ist irgendwie nicht so. Wir haben es, glaube ich, nicht so eilig. Oh, oh,
happening? Wir sind Zweihandhammer rausgenommen. Das ist ein schlechtes Zeichen für uns. Okay, das hingegen ist gut, dass wir ihn gleich gekillt haben hier. Jetzt nicht mehr angreifen. Geh mal dahin. Ist das besser oder die Flail? Du bist das Opfer. Du machst dich sehr gut neben dem Herrn mit der Zweihandwaffe. Du kommst da mal ihn hier abfangen, falls er noch depperter werden will. Nee, wir killen dich nicht diesmal. Das heißt, wir chillen. Hast du ein Messer? Du bist derjenige mit der Flail ohne Messer. Das ist ein bisschen unangenehm. Not the end of the world. Du kommst da mal hier hin. Kunibert hat ein Messer. Kunibert muss aber auch nicht unbedingt neben dem Zweihänder stehen, gerade finde ich. Kunibert kann auch nochmal chillen. Du musst dir leider zwei Schritte nach vorne machen, das heißt, du kannst diesmal nicht zustechen. Du könntest eigentlich wieder zurückkommen, technisch gesehen, weil sie, glaube ich, alle ihre Wurfgeschosse verbraucht haben. Aber man muss nichts überstürzen. Hast du ein Messer? Okay. Fangen wir nochmal an, freundlich auf ihn einzustechen. Na, ist noch zu früh. Ich brauche nicht unbedingt ein Messer. 40% so, 55% so. Dir den Schädel einzuschlagen ist nicht so wichtig. Er wollte definitiv dir den Schädel quasi einstechen. Leider nicht hin. Es ist schlecht. Aber von da kannst du noch nicht mehr angreifen. Das ist eine sad story. Ich hoffe, in einer von meinen kommt vor ihm dran, aber ich meine, das sollte eigentlich ziemlich viel... Okay, nice. Ziemlich viel Fatigue gekostet haben, den Zweihänder zu schwingen. Das Wichtigste hier wäre jetzt, ihn vom Fliehen abzuhalten. Das Gute an der Sache ist, dass da ein Baum daneben ist. Das heißt, wir müssen nicht so viel aufhalten. Naja, aber er steht noch da. Das heißt, die anderen sind alle verhindert. Das ist natürlich geschissen. Kannst du nicht einfach aufhören, hier zu stehen vielleicht? Oder ebenfalls fliehen? Okay, wir haben ihn betäubt. Das heißt, wir können hier zumindest mal hier hin... Das reicht leider, glaube ich, nicht. Er kann immer auf die Seite fliehen. Weil du kannst dahin, wer kommt... Oh, warte, doch, wir können ihn einsperren. Perfekt. Du kommst dahin, du kommst hier hin. Nice, nur leider, ja. Wir haben jetzt hier zwei Leute mit Messer statt drei. Es ist fein. Wir können technisch gesehen dich auch noch... Naja, aber ich glaube, es lohnt sich nicht. Wir stechen dich aber nieder. Ihn auch noch messen nachher. Okay, almost done. Warte mal kurz, weil wenn wir es schaffen, dich mit dem anderen zu messen, dann können wir schon wieder daran arbeiten, ihn zu killen. Warte mal kurz. Ah, warte, du warst der Messerer. Ich bin so ein Idiot. Du kannst definitiv da runter. Nein, jetzt kann er fliehen. Aber nee, nicht. Ich hätte da nicht wegziehen sollen. Nee, bis zum nächsten Mal schauen wir es jetzt sicher. Da war das Problem. Ich hätte ihn nicht überspringen sollen, sondern auswählen. Aber okay, er hat eh nicht genug Fatigue. Ich glaube, es ist jetzt nicht nochmal dran. Zählen Schmarrn wie man. Jetzt wird er mutig. Nicht auf ihn rein. Oh mein Gott. Jesus. Okay, jetzt haben wir ihn leider nicht getroffen, which is bad. Aber er schafft es doch noch, seine gesamte Rüstung zu verpulvern da oben. Ah, oh, das ist nicht genug Fatigue! Ah, I fucked this. Ja, jetzt haben wir schon sehr realistische Chancen, nicht mehr an die Rüstung zu kommen. Run them down! Vor allem, weil die auch noch deppert neben ihm rumstehen. Oh mein Gott! Jesus! Boah, das hat wehgetan. Anyways. Niemand von uns wurde schwer verletzt. Also ist halb so schlimm. Nur den Endkampf wird ziemlich deppert gehandelt.
Wenn wir irgendwo einen Jäger sehen, wenn wir ihn definitiv anhalten. Wenn du jetzt well supplied bist, kannst du mir dann vielleicht jetzt um 418. Ah! Nirgendwo! Wir haben noch kein einziges Mal Tools unter 300 gesehen. Jesus! Und um 10 kauft sie. Genau, wir gehen gleich einmal weiter. Ihr könnt's mich mal. Scheiß Kuhkauf, blödes. Was soll der Schas hier? Was soll das sein? Nein. Wir legen uns nicht mit einer Hexe an, nachdem du mir nicht mehr fucking. Da! Zeug abkaufen kannst! Okay, wir gehen jetzt noch Steinkeil. Hoffen, dass da irgendwie die Welt schöner aussieht, auch wenn ich es stark bezweifle. Keiner in dieser Welt hat Tools! Kann irgendwer von euch mal Schmied werden? 384 und das ist schon fast das Schnäppchen, möchte ich sagen. Okay, du zahlst wenigstens 19. Okay, let's see. How to handle this. How to handle this the right way. Kauf mal dich, dich und dich. Ich verkaufe mal die Axt im besten Zustand. Mit zwei Flails. Ich meine, mittlerweile haben wir echt viele Speere. Wir können mal den Speer verkaufen. Repariere ich das je? Du wirst nicht wirklich genug wert sein. Ich weiß nicht, ob ich jemanden diesen Zweihänder geben will. Das wird nicht sehr gewinnbringend zu sein. Wir kaufen noch die beiden. Ansonsten darf ich will nichts verkaufen. Vielleicht noch einen der Speere, um ein bisschen Platz zu schaffen. Oh, dich auf alle Fälle. Ja, und das Schwert noch. Alright. Okay, kein Jäger hier. Not amused. Was gibt es sonst noch? Irgendwas immer. Wir können wieder den Mönch probieren. Probieren wir den Mönch, weil irgendwann hätte ich schon gerne einen guten Sergeant. Und Mönche sind dafür prädestiniert normalerweise. Meh. Ich meine, er hat zumindest ein Sternchen in Fatigue und ein Sternchen in Resolve. Aber der Anfang. Bei beiden ist nicht besonders gut. Du bist immer noch besser, sehr. Zumindest zwei Sterne im fucking Resolve. Naja, du bist immer nur ein neues Opfer. Okay. Soweit hatten wir noch nicht viel Glück mit Mönchen, muss man sagen. Vielleicht sollte ich sie irgendwann aufgeben, den Traum. Aber wir haben eine 95er für dich. Schon. Ich meine, wie gesagt, sogar unsere Opfer sind schon nicht so schlecht ausgestattet. Ich hätte auch wirklich gern langsam mehr Messer. Das gibt es ja nicht, wie wenig Messer. Vielleicht fange ich an, mir Buttermesser zu kaufen, was ich noch nie gemacht habe. Soll ich mir da das Viererleben nehmen, kurz? Ich glaube. Du hast Rotation. Will ich schon eine Waffenspezialisierung für dich? Oder will ich dir einfach Brownie geben dabei? Ich glaube, ich will dir zuerst einmal Brownie geben. Du kriegst die plus 3 hier. Soll ich dir den plus 1 geben? Ich glaube nicht, wenn wir da so schöne plus 4er rumliegen haben. Du kriegst auch Brownie für einen Moment. Kunibert! Was bist denn du überhaupt? Wieso habe ich dich nicht benannt? Achso, weil ich mir nicht sicher war. Ja, du bist so lala. Ich glaube, du wirst eher Opfer. Ich glaube, du wirst eher Opfer, nachdem du jetzt auch noch gleich hier einen glorreichen Plus 1er hingelegt hast. Wir nehmen trotzdem. Wir nehmen die Plus 2 hier. Wir nehmen die Plus 3 hier. Du brauchst nicht wirklich Kolossus, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß nicht, dass ich dir jetzt sonst dabei geben soll. Los ist fun. Yep. Recover oder Student. Oder trotzdem Kolossus. Ich glaube, ich gebe ihm trotzdem Kolossus. Dann stirbt er wenigstens weniger schnell. Ich bräuchte jetzt bitte irgendwo Jägerchen her. Das ist nicht okay, dass das hier so dermaßen sabotiert wird. 170 Kronen.
Südheim ist falsche Richtung, da wollen wir gerade nicht hin. Wo wir hin wollen. Was? Boah, irgendwie bist du ein bisschen Hypochonder. Das heißt, aus dem Nichts eine Gehirnerschütterung, jetzt eine Infected Wound. Was führst du auf, bitte? Oh. Das heißt, da kriegen wir jetzt auch nichts Gescheites, gell? Ja, 406 für die. Für die Werkzeuge zur Sicherheit. Wir brauchen nicht wirklich mehr Nahkämpfer. What is cargo prepared to... Okay. Drive of brigands at abandoned walls southwest of cargo. I would like to do this. Ich weiß noch nicht, ob wir noch genug Werkzeuge haben, um unseren Shit zu reparieren vorher. Okay, wir sind repariert momentan. Alright. Ich meine, du bist nicht wirklich in bester Verfassung. Du bist in eher schlechter Verfassung, wenn man ehrlich ist. Aber vielleicht kannst du noch ein paar Hitpoints wieder regenerieren, bevor wir hier in den Kampf gehen. Ich nehme an, ich will lieber in der Nacht kämpfen. Weil wir werden höchstwahrscheinlich nicht die Fernkampfdominanz haben. Ich frage mich, ob ich Oboe überhaupt draußen lasse. Damit er mir nicht stirbt. 31 von 40, da wir sollten das schon... Ich meine, hast du nur das Minus Hitpoints... Minus Fatigue, nochmal Minus Fatigue. Also du hast wenig Fatigue, aber du schießt immer noch so gut wie sonst auch. Also außer natürlich, dass es Nacht ist. Soll ich das Eisen zum Wunden ausbrennen holen? Absolut! Das macht ihm vielleicht auch gleich ein bisschen ein Feuer unterm Hintern, damit er sich ein bisschen motivierter fühlt. Oh shit. Ich habe jetzt nicht gewartet, dass es um 600 ein dermaßen schwieriger Kampf wird. Es ist aber ein dermaßen schwieriger Kampf. Okay. Folgen wir Obi-Wans Ratschlag und versuchen uns mal den Highground zu checken hier. Weil ihr habt wahrscheinlich Fernkämpfer. Aber ich sehe momentan noch keine. Ihr wollt euch auch den Highground holen. Das finde ich nicht cool, das ist mein Highground, goddammit. Wir wollen das hier besetzen. Ah ja, da sind sie. Die Poacher, die Bogies. Wo zum Geil, in welchem Loch bist du bitte? Uiuiui. Kannst du bis dahin? Kannst du bis dahin? Kannst du bis da? Du kannst sogar bis dahin? Could you go? Mein Rad. Du wartest auch. Du müsstest aus dem Weg, ist das Problem. Aber wenn ich mit dir jetzt nicht aus dem Weg gehe, dann haben wir nochmal ein anderes Problem. Ich glaube, sie werden sich eh nicht so schnell bewegen, weil sie, wie gesagt, die Fernkampfüberlegenheit haben hier. Kann ich dich wegstoßen? Wieder da runter? I like it. Du kannst leider nicht mehr da vorne hingehen. Wirklich, du kommst nicht mal bis dahin? Ah, jetzt sind sie dann alle dran. Wieso kannst du bitte nur zwei Schritte machen? Bist du verletzt? Oh, hast du die permanente Verletzung? Ja, maimed foot. Deswegen kommt er nur so schwer vom Fleck. Es ist blöd. I guess hau nicht dahin. Alles nicht optimal. Ja, die meisten überspringen, weil sie ja... Das heißt, wenn wir von der Seite kommen, ist besser. I like that. Du kommst dahin. Und wir gehen jetzt einfach so weiter rüber, wie geht. Same view. Ja, jetzt fangen sie sich an, vorwärts zu bewegen. Aber es ist gut, dass sie es letzte Runde nicht gemacht haben. Warte auch noch kurz einen Meter. Ich meine, ich würde die am liebsten nochmal zurückstoßen. Allerdings könnten wir jetzt auch einfach hier über dich herfallen. Don't be too shabby either. Nur eine 75% Chance, dich zu treffen. Ich glaube, wir versuchen dich einfach hier wegzukillen.
Kannst du darauf noch eine Spearball machen? Ja. Ist keine Dope. Du könntest nachher eigentlich hier Spearballen. Kommst du da irgendwie? Okay, du kommst zumindest mal dahin. Und mit dir würde ich gerne mal hier rüber gehen. Du gehst dahin und stichst auf ihn ein. Das hat leider nicht so viel gebracht. Gib bitte. Fair enough. Na, das ist eigentlich du hin. Ich weiß nicht wirklich, wie ich dich sinnvollerweise platziere. Bisschen schade, dass dieses Spearball sofort gefailt hat. Okay. Die wollen mich komplett flankieren, wie es aussieht. Alrighty, das waren 80% mittlerweile. Okay, die kann man natürlich auch daneben haben. Zwei Zone. Das wäre cool, wenn wir den 200 bekommen. Ich treffe ihn nicht wirklich, dich treffe ich auch nicht wirklich. Triffst du niemanden wirklich? Ich meine, dich so halbwegs. Okay. Schade, der Treffer hätte mich gefreut. Soweit noch alles gut. Der hier wird gefährlich. Zudem sollten wir möglichst schnell durchdrehen. Das kann ich nicht machen, falls ich es schaffe, ihn wegzukillen. Ist jetzt auch gefährlich. Ich meine, ich könnte versuchen, dich zu flayen. Du, ich mache nur ein bisschen Sorgen drum, dass wenn die beide gegen ihn kämpfen, dass er das wohl nicht überleben wird. Aber er hat zumindest schon den ersten Feldtreffer gesetzt. Wow, wow. Ich habe nicht gesehen, dass das Loch da unter... Okay, das kackt mir jetzt leider ordentlich rein. What else is new? Kannst du da rauf und stechen? Aber das wird den wieder nicht killen. Sei nochmal stechen. Ja, das Arsch lecken nicht. Okay. Ich glaube, ich bin mit dir nachher dahin. Nicht unbedingt mit dir. Du bleibst einfach mal hier. Schön, das darfst du gerne tun. Du kommst jetzt da, wenn du ihn betäuben könntest. Schade, das wäre perfekt gewesen, weil eben die Waffe ist ein bisschen... Ja, da sieht man es, die kann ordentlich austeilen. Wäre nett, wenn wir sie bekommen. Aber wird nicht einfach. Das ist die Shield Wall oben. Ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen gefährlich, mit dir da Dinge zu tun. Das hier ist allerdings auch hochgradig gefährlich. Und eine Rüstung hätte ich gerne, aber ich glaube, wir müssen dich versuchen, so schnell wie möglich zu killen, weil er einfach... Hast du keine Pfeile mehr? Du hast doch Pfeile. Oh, zu wenig Fatigue. Du hast ja das Fatigue-Problem. Heidi. Dich müssen wir auch noch irgendwann killen. Schlau gemacht, aber extrem nervig für mich. Du kannst hier nichts wirklich Sinnvolles machen. Bist du das Opfer? Du bist das Opfer. Wie wäre es mit... Ja, wir setzen einfach fest. Kannst du dich hier verprügeln lassen? Oh, ich dachte irgendwie, du hättest mehr Leben verloren. Immerhin 41% Chance. Nein. Nein, zweimal nein, leider. Kann ich dich einfach hier runterstoßen? Yes. Oh fuck, den unten habe ich vergessen. Sieht man auch so schlecht von hier. Ah, shit, nicht tot. Du kannst ihn hier mal festsetzen, da. Ich meine, du bist nicht so wichtig. Du bist aber halt momentan mein Hauptmann. Ich glaube, du gehst lieber hier helfen. Den Zweihänder killen. Shit. Wow, ah, shit, genau. Er kann ja zwei hintereinander angreifen. Das hatte ich kurzzeitig vergessen. Was nicht so gut ist. Okay, einmal getroffen.
Aber ich kann dich auch angreifen, du Sack. Jetzt ging es mal erstes darum, dich zu killen, wenn das möglich wäre. Oh Gott. Letzte Kraft hält er sich hier noch am Leben. Jetzt erreiche ich ihn schon wieder nicht. Den muss ich nicht dich angreifen. Warte mal kurz, ich bin mir noch nicht sicher, was ich mit dem mache. Mit dem will ich eigentlich weglaufen, aber das wird es nicht spielen, also versuche ich lieber dich zu killen. Oh, kann ich jetzt noch weglaufen? Alright. Vielleicht muss er dann doch noch nicht sterben. Der arme Kerl. Ich würde ihn eigentlich gerne wieder runterstoßen hier. Scheiße. Dich wirklich gerne runterstoßen. Ich kann nur nicht. Ich habe zu wenig Fatigue dafür. Ah, fuck, du kannst nichts machen. Das heißt, wir müssen dahin, oder? Um dir noch auf die Eier zu gehen. Da müssen wir jetzt einmal einen Stock runter, damit ich dich auch sehe. Ja, ein bisschen getroffen zumindest. Die Waffe ist immer sehr gefährlich, die er in den Händen hat. Bogis sind nicht sonderlich gefährlich. Das ist natürlich auch gefährlich. Könnte mich möglicherweise killen jetzt. Ja. Dass du immer noch deppert da im Weg rumstehen musst, ist extrem nervig. Ich weiß noch nicht wirklich, für was ich dich benötige. Yay, wir haben zumindest einen Zweihänder. Es ist eigentlich eh mehr wert als der Meinrad. Aber ich glaube, der Meinrad hat auch nicht gerade wirklich hier wahnsinnig toll unterstützt. Das heißt, es wäre vielleicht doch gut ohne gegangen. Kann ich dich ihn oder runterschmeißen? Wonderful. Machen wir einen Schritt nach vorne. Du gehst einfach da irgendwo hin. Wir müssen dich nicht unnötig verlieren. Jetzt gehen wir wieder eine Ebene runter. Oder zwei. Bam. Bam. Wir versuchen sie mal wieder. Nein. Will ihn einfach nicht killen. Ich glaube nicht, dass er da raufhauen kann, weil er zwei Ebenen entfernt ist. Das heißt, ich glaube nicht, dass das so gefährlich ist, wie es aussieht. Ich hoffe inständig, dass ich nicht falsch liege. Aber ich glaube, mit diesen Waffen, die zwei teils weit reichen können, die keine Fernkampfwaffen sind, kann man nur eine Z-Ebene überspringen und nicht zwei. Wenn ich mich richtig erinnere. Wie geht's dir so? Dir geht's eh noch gut. Geh dahin. Jetzt scheißt er sich noch ein bisschen mehr an. Das freut mich. Okay, sehr schön. So weit, so gut. Also wird jetzt wieder brav auf ihn geschossen. Leider nicht getroffen. Eboe. Sehr langsam, wie wir ihn hier fertig machen. Aber wir machen ihn fertig. Langsam, aber sicher. Bist du immer noch am Verbluten eigentlich? Grey Snack. Ihn kannst du gar nicht angreifen. Weil du auch zwei Zettel immer noch entfernt bist. Sollte mal die Hotkeys benutzen. Einmal ist alles, was ich machen kann. Ah, shit, das ist schon wieder zu wenig Fatigue. Einmal. Okay, mein Gott. Was für eine langsamer Grind hier, bis sie alle tot sind. Okay, ey. Ey, boah, hast du vielleicht Lust zu treffen? Nein, okay. Hab nur gefragt. Okay, er hat auch keine Lust zu treffen. Oh mein Gott, come on. Oh, annähernd tot. Du bist tot. Come on, come on. Wilfried, mein Held. Yes.
Dankeschön. Jetzt, du bist seit Anfang dieses Kampfes mit ihm hier. Dankeschön. Finally. Okay, jetzt gibt's nur noch ihr beiden, oder? Euch beiden, meine ich mit ihr beiden. Ah, schade, das war typisch gewesen. Er haut ab, ist mir relativ egal. Er hat nichts Gescheites. Nope. Ich meine, whatever. Wonderful. Ich nehme an, er flieht jetzt. Also er ist schon dabei eigentlich. Aber ich nehme an, ich kriege das Pop-Up, dass sie fliehen das nächste Mal. Oder Pop-Up. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. It's over. Ich will diesen Bogen nicht mehr einholen. Pikini ist tot. Wir haben bekommen immerhin ein Hooked Blade eben, von dem ich so viel Angst gehabt habe. Ebenfalls Warbrand. Eine 115er Rüstung. Gut, nein, ohne Dreier Flail. Ich habe gar nicht gesehen, dass einer von denen eine Dreier Flail hatte. Gefährlich. Nice. Servus Bubbler, by the way. Schon länger nicht mehr rüber geschaut. Alright, wir gehen zurück nach Cargo. Das war jetzt schlussendlich doch sehr erfolgreich. Eben weil es stärkere Gegner waren, als ich eigentlich dachte, dass es sein wird. Wir brauchen einen Mensch für unsere Standarte bald einmal. Wer von euch hat Flails? Wer von euch ist besser? Du. Du kriegst die Dreier-Flail hier bitte. Wir haben auch Äxte. Ich frage mich, ob ich ihnen denn die Äxte verteilen soll. Aber die Flail hat das seine Vorteile. Es müssen nicht wirklich zwei Leute hier mit Speeren rumlaufen, aber ihr seid so schlecht im Nahkampf, dass es, glaube ich, besser ist, auch wenn das nur Level 1 Speere sind. Wir gehen zurück nach Kargau. Für einen Moment. Schauen, ob es noch einen Mönch gibt, den man anheuern könnte. Und dann versuchen wir in Richtung da oben zu gehen für mögliche Jäger. No longer ambush trade outs. Hey, hast du jetzt vielleicht irgendwas, was man da... Weißt du, das um 329 kaufe ich mir gleich zwei. Das heißt aber, verkaufen ist eine schlechte Idee. Hier nehme ich an, ja, 14 gerade mal. Ja, die Rüstung habe ich noch nicht verteilt. Ich wollte noch schauen, ob es hier einen Mönch gibt. Nope. Alright, das heißt... Jeder von euch kriegt noch eine 115er Rüstung. Wie wäre es mit... dem Dude, der ne... Das ist ein 115er, gell? Ja. Der auch die bessere Flail bekommen hat. Wer hat jetzt noch keine 110er? Ihr beiden. Ist eigentlich egal. Aber du bist länger dabei, also kriegst du die. Und das ist, du kriegst mittlerweile Bogis eine 95er. Das ist eh das Höchste, was ich hier Bogis gebe. Ihr habt's auch schon... Ist meine Bogis schon perfekt ausgerüstet. Er hat seinen Hut endlich wieder bekommen. Den er sich erträumt hat. Kriegst auch noch das Kite Shield. Du kriegst auch noch das Kite Shield, habe ich gesagt. Sei nicht zu störrisch. Ich meine, ich kann einen von euch nach hinten setzen. Dabei. Wieso nicht der Kunibert? Aber das eine Opfer auf die andere Seite, weil das bringt nicht, wenn unsere Reihe so breit ist. Und geben Hakon. Hakon war schon so lange Opfer, dass er jetzt sogar den Boar Spear bekommt. Weil ich heute großzügig bin. Gehen nach Gipfelfeste, schauen, ob es da irgendwas gibt wie Jäger oder sowas. Sonst müssen wir eh wieder rauf nach Grunfast. Natürlich schauen wir auch, wie es aussieht mit Star. 275! I'm gonna spend like crazy on this. Okay. Das sind die billigsten Werkzeuge, die wir gesehen haben. Ich muss so viele wie möglich kaufen. Ich könnte noch mehr kaufen, aber ich will mir Geld sparen, damit wir uns Jäger kaufen können. Also Geld sparen, nachdem ich gerade ca. 1000 ausgegeben habe. Weil dann lohnt es sich jetzt eigentlich auch, die Äxte zu reparieren, glaube ich. Also das Tier 3 Zeugs zumindest. Kaufst du um viel? Du kaufst nicht um so viel. Ich glaube, ich will nochmal welche kaufen. Zum Maximum, das man haben kann. Auf jeden Fall war es ein bisschen ein Fehler. Wer hat noch viel, Wer hat noch viel Resolve? Warte mal kurz. Wo ist mein Excel-Sheet?
Also, Resolve. Ja, Adventures Noble, no way. Crusader, nope. Cultists wären interessant. Flaggerland und Gambler haben guten Resolve. Und wer von euch hat auch noch gute FAT? Flaggerland hat sowohl gute Fatigue als auch gute Resolve. Also, Flaggerland wären cool. Cultists wären auch nicht schlecht, was das angeht. Wie sind eigentlich so Monks? Monks haben gar nicht gute Fatigue, actually. Aber ich glaube, sie haben super Events. Und deswegen mag man sie auch. Gibt es einen Flagellanten oder sowas hier? Hedge Knight. Bastard. Red Catcher. Juggler. Den Gambler hätten wir ausprobieren können. Vorher. Anyways, bis auf waren wir stattdessen kurz. Und dann schaue ich jetzt kurz hier rein und fange mal an, Tier 3 Zeugs zu reparieren. Also dich, dich, dich. Wolf 500 angeblich. Ja, also weniger als die Axt sind die Morning Stars. Ich weiß nicht, ob ich die reparieren sollte. Ich will das reparieren auf alle Fälle. Wir werden das reparieren müssen. Und das. Das ist es für den Moment. Den Rest überlege ich mir noch. Dann gehen wir als nächstes nach Sonnenfels. Ich muss kurze Pause machen. Aber ich glaube, wir machen erst eine kurze Pause, bevor ich anfange, RimWorld zu spielen. Was eh im Bälde passieren wird. Ich will nur noch ein paar Sachen hier erledigen. Okay, warte, Moment. Bin nicht mehr auf dem Spielfeld. So. Let's talk money. Accept the offer. Drive of Brigands and patch the boat. Ich meine, das ist extrem billig. Das heißt, es wird wahrscheinlich kein Raider dort sein, oder? Wo ist denn das bitte? What? Achso, da ist es. Es sollte eigentlich so gut wie überhaupt keine Gegenwehr geben hier. Bei dem Preis. Aber ein bisschen Gear kriegen wir vielleicht trotzdem zusammen. Deswegen gehe ich runter. Wenn sonst nichts ist, macht es uns wenigstens sympathisch. Many Brigand Fox und a Brigand Poacher. Okay, let's see. Okay, der hat zumindest ein Messer. Schon mal sympathisches. Sehr schön. Ich meine, wir wollen hier eigentlich nur killen, so schnell wie möglich. Niemand von denen hat Zeug, rüstungsmäßig, das mich besonders interessieren würde. Die sollten wir ziemlich killen können, oder? Yep. Oh, so viele Flays, die ich da schon wieder haben will. Du bist noch ein bisschen angeschlagen, hä? Huh? Wenn du da hingehst und einfach nur eine Spearwall machst. Ist jetzt alles dermaßen Flail killable. Am liebsten für jeden von euch eine Flail hätte. Kannst du da nur noch zuhauen? Ja. Bis auch dahin. Wobei du bist schon angeschlagen. Wobei da ist auch noch der Flail-Typ direkt daneben. Oh ja. Schade. Geernährt. Nice. Nice. Okay, nochmal nice. Mein Gott, die haben alle Initiative. Oh, ich kann nicht direkt treffen. Also, theoretisch. Sie sollten auch bald laufen eigentlich. Der da oben läuft eh schon. Die noch ein bisschen eher zum Laufen bewegen. Jesus Christ! Ah, ja, wenn der zweimal trifft mit seinem blöden Messerchen, dann schaut die Sache plötzlich ziemlich übel aus für mich. Sie laufen alle, okay, das heißt, du bist nicht gefährdet. Und wenn ihn jetzt nochmal wer getroffen hätte, dann wäre er tatsächlich draufgegangen in diesem Kackfight hier. Ja, nein, mach das weiterhin, weil du bist auch angeschlagen. Können wir da mal irgendwo hin, sodass die nicht alle wirklich tatsächlich weglaufen können? Okay, dann gehen wir mit dir. Oh. Gehen wir mit dir ihn killen, wollte ich sagen, aber keine Spur. Du sorgst dafür, dass die nicht alle abhauen können. Eins rüber.
So? Ja. Nice. Wunderbar. Ja, den einen Schritt kann man mal. Oh, ich hätte gedacht, der läuft da jetzt. Aber er läuft nicht. What a mistake. Er hat es tatsächlich an beiden vorbei geschafft, run him down. No way. Oh mein Gott, I fucked it. Oh, da ist der Schädel geflogen. Kommst du auch noch dahin? Okay. Kiezen. Wunderbar. Keine ernstzunehmenden Verletzungen. Kurz einmal ein bisschen Angst bekommen. Leider das gute Messer nicht bekommen, aber zumindest ein Messer. Also besser als nichts. Wo ist mein wunderschönes Messer? Da. Wer kriegt denn jetzt noch eins? Zuerst Hakon Opfer kriegt schon wieder hier ein Level Up. It's amazing. Wir können dir noch mehr Leben geben. Ich gebe dir noch mehr Fatigue. What a dude! Können dir Shield Expert geben, damit du noch schwieriger zu killen bist? Mag sehen wir. Wir machen dich in unseren Tank hier. Mein Gott, Kunibert! Eieiei. Sind das hier für Rolls, my dude? Hä? Was sind das für Rolls? Jetzt sind nur eins. Was soll denn das bitte? Das ist schon annähernd offene Sabotage. Alright, wir kriegen auch nicht besonders viel Geld dafür. Wir haben uns aber auch nicht besonders viel Geld dafür verdient, um ehrlich zu sein. Fürs gegen diese Dilettanten kämpfen. Ja, das ist wieder 3,77, so habe ich mir gedacht. Aber um 100 die. Aber wir haben Munition und ich will es nicht ausgeben. Hast du geschaut, ob es da irgendwas zum Hiren gibst? Oh, das war so. Oh, Robert! The Woodsman! Hallo, Robert? How are you doing? Sternchen, 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 Sternchen! Ich hab nicht so viel Glück mit meinen Jägern gerade, muss ich sagen. Yo, Morris. God fucking hell. Ist es so viel zu viel verlangt, einen fucking Jäger mit Sternchen zu bekommen? In Fernkampf? Falls irgendwer jetzt sehr lustig sein wird, sagen, das sind eh Sternchen. Ja, na wirklich. Für meine Fernkämpfer 3 Sternchen in Melee Defense ist absolut genau das, was ich brauche. Weil ich tank immer mit meinen fucking Bogies. God damn it. Du willst Kunibert sein? Okay. War das Kunibert? Nein, warte. Kunibert war nicht. Das war Robert. Morris der Zweite, by the way. Du kannst natürlich Kunibert sein. Wer ist Kunibert? Du bist Kunibert. Okay. Bubbler ist Kunibert. Ich habe aber noch nicht wirklich rausgefunden, was ich mit dir machen will später, ehrlich gesagt. Weil, ein bisschen ein Weirdo. Mit zu bilden. Okay, zumindest haben wir wieder 2 Fernkämpfe. Schauen wir das Ganze doch von der positiven Seite an. Ist normalerweise nicht so meine Art, aber hin und wieder. 750. Hakensee will ich momentan nicht wirklich hin. Wo wäre Hakensee dann? Da, das können wir machen, falls wir da oben keine, also falls wir dann wieder von oben nach unten wechseln wollen und da oben keine Aufträge haben, zum nach, keine Ahnung, Brunnental zu gehen oder so. Ich glaube, wir gehen noch nach Wunderstadt und ich glaube dann, ja, da machen wir Pause und spielen Rimworld. Sonst kommen wir heute wieder nicht zum Rimworld spielen. Wunderstadt, okay, was ist hier? Oh, Kultisten, hey! Haben wir ja gerade gesehen, dass die gute Resolve haben, also könnten wir uns die checken, möglicherweise 13, hier verkaufe ich sicher nichts, ihr könnt es mich alle mal.
Bruno wäre ein Kultist und Egil wäre ein Kultist. Bruno ist der billigere. Bruno, my dude, hat zum... Hey, hat ein Sternchen in Resolve und hat ein Sternchen in Fatigue. Ich bin ja nicht so anspruchsvoll. Bruno hier ist unser nächster Hauptmann. Relativ hohe Anfangsresolve, relativ hohe Anfangsfatigue. Betonung auf relativ. I'm a fan of that. Kriegst noch ein Cap. Jesus, du bist ein bisschen overdressed für hier hinten. Okay, disregard. Das Jägi-Baby. Hier ist mir ein bisschen wichtiger. Kriegst das und das. Du kriegst stattdessen die 70er Rüstung. Ist ja auch nicht schlecht, nicht wahr? Genau. Und ich wollte noch schauen, wer das Messerchen bekommt. Nicht unbedingt. Du hast ein Messer. Du hast ein Messer. Wer von euch, der da vorne... Ihr habt halt so eine schlechte Trefferquote, dass ich euch nicht wirklich ein Messer geben will. Ich glaube, ich gebe dir noch das Messer. Den neuen König der Soldaten nennen? Sure. Dann wird Morris der Zweite, dann eben der nächste Bogi. Aber ich meine, Morris der Zweite, nachdem ich ihn einfach krepieren habe lassen. König der Soldaten. Ah, geht's denn nicht aus? Sorry, geht nur so. Oder meinst du den nach dem? Auch egal. Wir werden sowieso noch Bogis dazu bekommen. Na, ist wieder ein Finde-Dingsi. Okay, anyways. Wir saven. Wir sagen, Nordwesten Bogis. Als Safe. Damit ich mir merke, dass wir da links rauf sollen. Bis nächste Mal. Und dann quitten wir.